Eins, Action! Moin Leute, was geht? Mein Name ist, ups, Schluck auf, YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, ich möchte mich heute nochmal zu dem Apokalypto Royal Clan bekennen. Und zwar, ich finde das irgendwie merkwürdig. Und jetzt möchte ich, dass alle Abonnenten, die das Video sehen, bitte über diese Sache jetzt nachdenken, was ich jetzt sage. Apokalypto Red, ein YouTuber, der 100.000 Abonnenten hat, liked ein Video von Apokalypto Royal, wo Sachen gefaked werden und der Ruf eines Menschen extrem gefährdet wird, weil jemand als pädophil bezeichnet wird. Knast! Knast! Ihr habt's richtig gehört! Apokalypto Red, der gefeierte YouTuber, gehört in den Knast! Dahin gehörst du, Apokalypto Red! Apokalypto Royal, du willst Beamter werden? Du landest auf der Gosse, sag ich dir, Apokalypto Royal. Du landest auf der Gosse. Du landest als Hartz-IV-Empfänger irgendwo im Graben. Das kann ich dir sagen. Du wirst nichts im Leben erreichen. Höchstens, du wirst irgendwann mal Kurier bei Los Zetas in Mexiko bei irgendwelcher Drogen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Das bist du. Auf jeden Fall, das halte ich von Apokalypto Red. Apokalypto Royal. Mehr seid ihr nicht wert. Genauso wie Marcel Scorpion, der versucht, seinen Ruf zu retten. Seinen Ruf mit irgendwelchen Videos. Absolut scheiße seid ihr. Unglaublich. Assis bei YouTube. Heute gibt's sowas. Unglaublich. Ich bin echt enttäuscht von der YouTube-Community. Aber es gibt noch die guten Leute. Die guten Leute. Und die dürfen wir niemals vergessen, Leute. Abonniert Elodrix. Danke. Abonniert Ahornende. Danke. Abonniert die guten YouTuber. Abonniert nicht mich. Ciao.